Schluss? Oder gehen wir es an? Gestern haben wir da alles zusammengeschnitten und vorbereitet und heute war das Kochen dran. Und wie man da jetzt vorher gesehen hat, jetzt hat es gegeben Gerstelsuppe und dazu hat es gegeben Speckknödel. Als Salat hat es gegeben einen Chinakohlsalat mit einem Dressing aus Sauerrahm und Creme, das war recht geschmackig. Als Nachspeise hat es gegeben einen Obstsalat mit Kokospudding. Das war alles dann sehr lecker und da ist nahezu nichts übrig geblieben. Und jetzt werden wir noch geschnitten einen Kaffee machen und dann gehe ich es an, weil am Abend gibt es Spaghetti mit selber gemachtem Fleischsauger und auch einen Salat dazu. Nachspeise mache ich da keinen. Zum Mittag habe ich machen müssen einmal vegan, zweimal vegetarisch und einmal glutenunverträglich. Also glutenunverträglich, verträglich oder wie sagt man da? Nein, ist ja wurscht. Also für jemanden, der Gluten nicht verträgt. Und das Rezept habe ich im Internet gefunden bei einer Trudel. Wer ist die Trudel? Ne? Ich habe sie schon gekannt, weil das habe ich mal in einer Fotosendung gehört. Happy Shooting. Da haben sie es erwähnt, dass von Chris die Mutter das hat. Und da habe ich mir sofort ein rote Linsen-Rezept herausgesucht und das war total lecker, weil es völlig ungewöhnlich war, so mit Kokosmilch, rote Linsen, Mango. Aber sie hat sehr geschwärmt. Das hat ihr sehr geschmeckt. Am Abend ist sie. Ist sie noch dabei? Der Veganer ist nicht mehr dabei, aber wohl. Der kriegt am Abend wieder was Extriges. Nämlich glutenfreie Nudeln und ansonsten Champignons. Das gleiche wie die Vegetarier. Na dann, hol ich meinen Kaffee. Da ist ja schon der Kaffee. Habe ich ein lustiges Gerät. Eine Espresso-Maschine. Die kann, glaube ich, also ich habe jetzt nur 40 Tassen Kaffee gemacht. Die kann aber ein bisschen mehr noch. Na, was ist mir passiert? Speicherkarten habe ich in der Küche verloren. Die ist bis heute nicht mehr aufgetaucht. Habe ich mir heute in der Früh neue gekauft. Und was da passiert ist? Ich habe sie in die Sonne hineingetan. Die Meldung war, kann nicht formatiert werden. Da haben wir gedacht, ja mei, stecke sie halt in mein Canon rein und während ich da ließ, kann nicht formatiert werden, ist da der Rauch rausgekommen. Ui, die habe ich aber schnell wieder heraus gehabt. Jetzt ist es. Sieht man das? Watsch, gewackelt. Da ist es verbrannt. Stinkt wie die Pest. Naja, und so schaut die kleine Karten aus. Vorne, hinten. Rauskriegen tue ich sie nicht mehr. Zack. Die
hat einen gescheiten kurzen gehabt. Montag wieder hin. Da sieht man sie im Ganzen. Das ist die Espressomaschine. Wenn man da schaut. Naja, maximal 50 Tassen. Ich mache das immer da bis zu 40. Dann kann man es da abzapfen. Und da oben steht, Achtung, nicht hingreifen, weil es heiß ist. Da sprudelt von unten das Wasser auf. Und da ist der Kaffee drin. Ich habe auch einen